Dann schauen wir noch mal, ob wir Sams Tasche oder beziehungsweise hier irgendwas von den Leuten finden. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Ein Camcorder. Streichhölzer sind immer gut in der Wildnis. Sam? Ross? Hört mich irgendjemand? Und ein Walkie-Talkie, Funkgerät, Ausstattung erhalten, Lebenszeichen, folgen Sie der Spur der Überlebenden und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Ich wollte schon Assassin's Creed Valhalla sagen. Seht es mir nach, wenn ich das vielleicht ab und zu nochmal mache. Oh, oh, oh. War das Absicht? Ach du liebe Zeit. Wir sind im Küstenwald. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Okay, da nach oben geht's auf jeden Fall nicht mehr. Warum regnet das jetzt auch so, ne? Vorhin, als wir aus der ersten Höhle rausgekommen sind, da hat noch die Sonne geschienen. Oh, ich glaube, Lara ist kalt. Oh, man spürt richtig die Kälte, ne? Durch ihren Atem. Genau, trinken ist wichtig, ne? Oh, wie sie zittert. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Na, hoffentlich ist das trocken, das Zeug. Ist ja schon schwierig bei so einem Regen trockenes. Oh, wir haben nur noch ein Streichholz. Der entscheidet über Leben und Tod. Nicht ausgehen, nicht ausgehen. Oh mein Gott. Feuer ist Leben, Herr Kaiser. Ne? Auch. Wenn sie es verboten haben, jetzt ist es lebensnotwendig und Konnichiwa Supikaki. Herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider. Weihnachtsvideos. Ah, nee. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Schön in 1080i aufgenommen. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Ein Zehner. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman.
Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Okay, der hat, die Mütze auf. Und Eier in der Hose. Das war meine Ansage. Okay. Dann macht das natürlich auch Sinn, dass unser Schiff gekentert ist, ne? Ich hab's ja gesagt. Und, Buddy, herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider und, YOLO. Viel Spaß beim Zahnarzt, mein Lieber. Und, Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung. Neues Lager entdeckt. Geschützter Grat. Dann wird das hier wohl das Lager sein. Kann man das hier irgendwie benutzen? Nee. Geht gerade nicht. Innere Werte sind wichtig, genau. Scheiß auf das Aussehen. Da war unser Mittagessen, ist einfach weggelaufen. Oh Gott. Oh, wie praktisch. Den Bogen kann ich brauchen. Aber sowas von. Oh, da, sind das hier Pfeile? Na, sehr gut. Dann sammeln wir doch gleich die Pfeile ein. Lass mal gucken. Hier aufs Haus, dann darüber und dann kommen wir da ran, ne? Geht das? Ja. Wir haben ja diesen Wandsprung gelernt. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Das ist korrekt. Ich brauche eine Waffe. Die ist doch da. Oh. Nicht runterfallen. Ich schaff das. Was muss ich jetzt machen? Hä? Ach so, okay. Jetzt. Naja, ist auch mit runtergeplumpst. Aber wir haben Bogen. Sehr schön. Provisorischer Langbogen. Das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Wie so oft Konzentration, die ich natürlich nicht habe. Oh, dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Oh. Okay, ein Hirsch sollen wir erlegen. Oh, was da unten? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Die Oni, wer kennt die nicht? Was ist denn das? Dokumentenansicht. 1 von 6 Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Soldat Oni-Verfolger.
aus dem Tagebuch eines Soldaten. Er erwähnt Oni, das sind Dämonen der japanischen Folklore. Was könnte es wirklich gewesen sein? Aber finde ich sehr cool, dass das quasi synchronisiert ist, so dass ich das nicht vorlesen muss. Ihr wisst ja, der Profi ist ein fauler Sack. Und von daher nimmt das mir natürlich ein bisschen Arbeit ab. Können die Synchronsprecher auch mal was tun für ihr Geld? Was ist das Weiße da unten? Oder leuchtet das nur? Blöde Schwerkraft. Oh, hier sind doch... Ja, F zum Aufnehmen. Nice. Da haben wir irgendwas aufgenommen. Keine Ahnung, was waren das? Früchte oder sowas? Nochmal Pfeile. Kann ich die Raben eigentlich auch töten? Tatsächlich. Sehr schön. 20 Punkte gibt es sogar. Also Erfahrungspunkte. Aber wir brauchen... Ah, da vorne ist ein Hirsch. Nein, er läuft weg. Verdammt. Muss doch Munition sparen. Wo ist er hin? Ist er das? Und da fliegt er weg. Sehr gut. Entschuldige. Die Oberweite zieht nach unten. Ja, die ist schon üppig ausgestattet, nenne ich es mal. Aber das war es ja schon von Anfang an, ne? Auch im damaligen allerersten Tomb Raider war es schon so. Ja gut, das ist nun mal so. Kann jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Also mir gefällt's, um mal das eins klarzustellen. Okay. Kehren Sie bitte Fleisch ins Lager zurück. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Sterne lesen. Man kann ja mit Tabulator... kann man ja auch dann sehen, wie das Areal beschaffen ist. Wir sind ja von hier gestartet, hier runter, und hier war die Leiche. Ja, wir gehen einmal hier dieses komplette Areal ab, würde ich sagen. Oh, hallo. Upp. Bleib stehen. Nicht schlecht. Haben wir noch mal ein bisschen mehr Fleisch. Haben wir hier noch was? Da kommt man so durchs Gebüsch, kommt man nicht durch. Oh! Nein. Jetzt habe ich's. Da wird hier alles weggeballert. Aber ich muss mal meine Pfeile sparen, ne? Es sei denn... Ich finde noch welche. Oh, hier. Kaum sage ich's. Haben wir schon mal 4 Pfeile wieder dazu gewonnen. Oh, hier ist noch was. Da oben war doch was, ne? Eine Plattform oder so. Ah, noch mehr Pfeile. Sehr gut. Mensch, hier sind ja Rehe ohne Ende. Oh, da ist ja noch was. Voll. Wir sind voll von Pfeilen. Sehr gut. Dann haben wir da das Problem schon mal nicht.
Ist wieder zurück zum Lager, ne, eigentlich. Sehe nichts mehr, was jetzt hier irgendwie von... Ach nee, das sind Raben nur. Sportlich ist sie, ne? Bei so einem Sprung wie eben habe ich mir in echt meinen Fuß gebrochen. Aus der Höhe. Ah ja, genau. Hier oben war die eine Leiche. Mit dem, da liegt er mit dem Bogen und dann müssen wir wieder zum Lager zurück. Zum Lager Croft. Jetzt gibt's Rehdöner mit Tzatziki und scharfer Soße. Wollen wir mal gucken, hoffen wir. Alles klar, Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitenpunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Ah, alles klar. Wir haben tierische Instinkte. Ne? Das wäre jetzt quasi der erste Punkt, den man investieren könnte. Habe ich aber schon freigeschaltet durch die Game of the Year Edition. Überlebenskunst, sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig. Erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Pfeile wiederfinden. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das ist nicht schlecht, ne? So sind wir nie out of Pfeile. Das hat ja bei Assassin's Creed Valhalla auch immer ganz gut funktionieren. Funktioniert. Ich bekomme hier immer Hunger. Das ist ja der Sinn der Sache, so wie Kaki. Hier wird immer übers Essen geredet. Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen und zusätzliche Munition. Klettergewandtheit. Oh, das habe ich auch schon freigeschaltet. Ups. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Orientierung, setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnung zu finden. Auch nicht schlecht. Und Kartografie, alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihrer Karte verzeichnet. Das ist natürlich mega geil. Aber ich denke mal als erstes Pfeile wiederfinden. Plündern Sie mit dem Bogen getötete Feinde und Tiere, um Ihre Pfeile zu bergen. Okay, können wir hier noch was machen? Was ist das hier oben? Ach! Verdammt! Meistern Sie 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Abgehärtet, sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert? Haben Sie mehr Zeit, mit Ihrem Bogen zu schießen? Ach, alles klar. Das oben waren jetzt Jägerfähigkeiten und Überlebensfähigkeiten. Da hätte ich natürlich auch hier vielleicht was reinballern können. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein. Können Sie mehr Munition transportieren? Gewichtheber, ne? Schön am Pumpen. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Sehr geil. Erfahrener Mörder, schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Der Bogenexperte, benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalten Sie das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Das ist ja nice. Dann können wir ein bisschen snipern. Sinnhubvater. Was haben wir hier noch? Pistolenexperte. Also Pistolen gibt es auf jeden Fall auch noch. Die haben wir natürlich noch nicht gefunden. Töten Sie Feinde auf kurzer Distanz für mehr Belohnung. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Ein Gewehr. Ist genau das gleiche, nur mit Gewehr und Schrotflinte. Alles klar, dann haben wir auch die Waffenarten. Ne? Pfeile, Pistolen, Gewehre und Schrotflinten. Okay, jetzt haben wir natürlich voreilig unseren Punkt eingesetzt, aber ich denke mal, Pfeile wiederfinden ist okay.
So, Überlebensupgrades sind soweit abgeschlossen. Was ist das denn hier? Jäger-Upgrades. Achso, das war das, was ich vorgelesen habe. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Nicht verfügbar? Nicht verfügbar. Geschützter Grad-Koordinaten. Alles klar. Dann können wir ja gleich weiter starten. Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ja, welche ist denn seine Position? Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Und mit F könnten wir das Lager benutzen. Aber wir werden das in der nächsten Folge angehen. Oh, wir hören Musik.